Was war das denn? Das war ein Smartbench-Rennen. Yeti versus Yeti. Was haben wir denn da gerade gesehen? Neues Modell. Smartbench Precision Pro Plus. Das schauen wir uns an. Ja, los geht's. Folgendes. Bevor wir anfangen mit dem neuen Modell, würde ich gerne noch einmal kurz zurückkommen auf die Smartbench, wie sie immer schon war, wie sie heute noch ist. So die Eckdaten für die, die die Smartbench noch nicht kennen. Das bedeutet, wir haben eine vollwertige Dreiachs-CNC, die sehr einfach aufzubauen ist, sehr leicht zu handeln, zu transportieren ist, aber auch sehr leicht zu bedienen ist. Das war sie schon immer. 2,50 Meter lang, 1,25 Meter breit, 150 mm hoch, können wir Materialien bearbeiten. Mit drei Achsen, wie gesagt, also sprich eine Halbkugel wäre möglich zu fräsen. Und jetzt ist eben ein neues Modell, die Precision Pro Plus. Und was bedeutet es im Groben? Das bedeutet, wir haben zum einen einen neuen Motor, eine Weiterentwicklung des bereits bekannten Motors und ein Plus an Software, nämlich den Yeti Pilot. Yeti Pilot. Das ist interessant. Komm mal da runter, machen wir gleich. Okay. Und zwar, dazu kommen wir gleich, das wird die, die Beweisführung, aber gleich dazu. Das Plus in der neuen Smartbench, der Yeti Pilot. Was bringt er mir, was ist wirklich das Plus des Yeti Pilots? Neuer Motor, Yeti Pilot. Das macht das Plus aus und zwar ist der Yeti Pilot eine Softwareoption, die weltweit das erste Mal zum Einsatz kommt, nämlich eine automatische Geschwindigkeitsanpassung. Okay, das heißt, wir reden hier von einer Art Optimierung. Ja. Okay, alles klar. Und wie genau funktioniert das? Ich sehe hier den alten grauen Motor oder den herkömmlichen Motor. Herrgott! Also wir haben hier den alten Motor, in Anführungszeichen, das ist der neue Motor. Wie funktioniert diese Optimierung oder diese Automatisierung der Parameter? Jawohl. Hier haben wir den alten, den SC1. Der hat eine Auflösung von seiner Messgeschwindigkeit von 3 Sekunden. Und hier haben wir den neuen, den SC2. Der hat eben eine Auflösung von seiner Messgeschwindigkeit von 200 Millisekunden. Hier im Endeffekt durch diese Messung von 3 Sekunden wird nur gegengeprüft, ob Last da ist oder nicht und dann eben abgeschaltet, gestoppt oder eben nicht. Hier werden diese Daten weitergespielt an den Yeti Pilot, der die ganzen dann verarbeitet und anhand der Last entscheidet, okay, ich kann meine Geschwindigkeit erhöhen oder aber auch verlangsamen. Und das nicht nur in der Fräsgeschwindigkeit, sondern auch in der Drehzahl. Also das ist immer ein Zusammenspiel zwischen beiden Komponenten. Okay, das heißt, wir haben da nicht nur die Optimierung, sondern auch eine, im Prinzip einen Sicherheitsaspekt. Das mitunter auch. Also es kann mir nichts mehr schief gehen. Ja. Sehr schön. Okay, wir schauen uns jetzt an. Du hast die Kisten gebaut, die hier fürs Studio benötigt werden. Genau. Für verschiedenerlei Dinge. Und da hast du einen Film gedreht, einmal mit deinen Eingaben, mit deinem Programm, selber geschriebenen Programm, nach bestem Wissen und Gewissen. Genau, einmal eben auf der Smartbench Precision Pro. Mhm. Werte nach meinen Erfahrungswerten eingegeben und dasselbe Programm habe ich dann auch auf die Plus gespielt und habe es da laufen lassen und ich war verblüfft, was da eigentlich für ein Unterschied rausgekommen ist. Okay, das schauen wir Ganze uns an. Ich gefilmt. Los geht's. Am Anfang sieht man, sind Gut. sie noch gleich auf, aber dann schon nach kurzer Zeit regelt die Maschine, das ist die obere mit dem Plus, automatisch die Geschwindigkeit nach oben. Das heißt, sie optimiert praktisch, merkt, okay, ich kann mehr Gas geben und dann tut sie das auch. Genau, weil einfach die Last auf dem Motor, ja, ich sage jetzt mal, zu gering war. Ja. Und dadurch hat sie gemerkt, okay, ich kann hier eigentlich wesentlich schneller fräsen. Ja, und das tut sie eben auch. Okay, cool. Das heißt, okay, hast du einen Wert, wie viel schneller der Yeti Pilot war? Also grundsätzlich kann ich das jetzt nicht sagen, wie viel schneller das ist. In meinem Fall war es so ziemlich genau doppelt so schnell. Okay. Also ich war schon mit meinen Erfahrungswerten, ja, sage ich mal, daneben gelegen. Ja. Es hat halt auch nicht nur den Geschwindigkeitsvorteil, sondern auch also die Zeitersparnis, sondern eben auch den Sicherheitsaspekt.
Das heißt, wenn halt auch gemerkt werden würde, okay, die Last ist zu groß, wird es langsam. Das heißt, ich habe keinen Werkzeugbruch. Mhm. Oder eben auch der Verschleiß am Werkzeug reduziert sich. Also auch weniger Werkzeugkosten, weil im Fräser die Standzeit einfach erhöht wird. Das heißt, wir haben eine Optimierung im Prinzip, eine Effizienzoptimierung. Das heißt, wir haben wesentlich mehr oder schnelleren Output. Ja. Und zum anderen haben wir aber auch für den Einsteiger ein absolutes Plus, weil man jetzt nicht erstmal 5-6 Fräser auf Halte kaufen muss, die man sowieso zerbricht, weil man zu schnell fährt oder was auch immer. Das also, oder eben auch für den Anfänger die Zeitersparnis. Er muss nicht ewig lang Bücher wälzen, um irgendwie rauszufinden, welche Drehzahl und Vorschub das er verwenden soll. Genau, ich stelle einfach alles auf Vollgas, den Rest macht die Maschine. Genau, so. Das ist gut, das gefällt mir. So, jetzt sehen wir, okay. Der obere Teil fertig und unten wird immer noch gefräst. Heißt, der andere fräst noch, okay. Beweisführung abgeschlossen, möchte ich sagen. Joey, we're home. Okay. Ja, funktioniert. Offensichtlich. Das Plus scheint ein gutes Plus zu sein. Okay, dann kommen wir jetzt zum Fazit. Fassen wir nochmal zusammen, für wen oder was das Ganze gut ist. Ich fange an mit dem allgemeinen Teil. Also die Smart Bench an sich ist gut für alle kleinen Werkstätten, die praktisch eine Dreiachs-CNC nutzen wollen oder vielleicht müssen, um vielleicht auch wettbewerbsfähig zu sein. Aber nicht den Platz und auch nicht die finanzielle Ausstattung haben, sich ein großes Bearbeitungszentrum in die Werkstatt zu stellen, das dann dasteht und nicht verschiebbar ist. Somit, ja, es ist der Schreiner, es ist der Werbetechniker, der Messebauer, ja, auch der Wohnmobilausbauer. Absolut. Und ja, die Plus mit dem Yeti Pilot ist im Speziellen für Anfänger wahnsinnig gut geeignet, weil noch weniger Grundkenntnisse notwendig sind. Ja, also im Prinzip dieses Ding, was wir vorhin gesagt haben, einfach Vollgas stellen, der Rest macht die Maschine. Aber auch durch dieses Vollgas stellen haben wir natürlich auch eine Effizienzsteigerung letztlich für den professionellen Anwender, der vielleicht schon mehr Erfahrung hat, aber einfach den Output erhöhen möchte. Ja. Genau. Gut, dann denke ich, haben wir alles. Haben wir was vergessen? Höchstwahrscheinlich. Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst uns ein Like da, abonniert unseren Kanal, wenn noch nicht geschehen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Freitag um 4 beim Sautershop. Schönes Wochenende. Ciao. Und auf Wiederhören.